Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 2. Februar 2023? Hallo Leute, da ist wieder Mario aus Thailand mit den aktuellen News und Infos aus dem Land des Lächelns. Ja, wir starten gleich mit einer positiven Meldung von Qatar Airways. Und zwar haben die bekannt gegeben, dass die ab dem 1. Februar wieder dreimal täglich von Doha nach Phuket fliegen werden. Ja, das könnte eine positive Nachricht sein, dass oder welche die Preise, die Flugpreise langfristig ein bisschen beeinträchtigen könnte, weil mehr Flüge heißt auch wieder mehr Angebot und somit vielleicht dann eben auch wieder fallende Flugpreise. Ich gehe davon aus, dass andere Fluggesellschaften da auch nachziehen werden. Inlandflüge in Thailand wurden ja bereits schon reduziert bei den Preisen. Also ich gehe da langfristig davon aus, dass die Preise wieder etwas runterkommen. Und auf das warten ja zurzeit ziemlich viele. Die TAT, die Tourismusbehörde von Thailand, erwartet bis zum Ende 2023 saftige 30 Millionen Besucher. Zur Erinnerung, vor Covid waren es knapp 40 Millionen. Das wäre eine massive Erholung. Ich glaube, das Ziel ist etwas zu hoch gesteckt, denn es gibt auch noch eine sehr, sehr interessante Erkenntnis aus Phuket. Und zwar hat sich ja Phuket massivst erholt, was Tourismus betrifft, aber das Ganze hat einen Haken. Und da sind jetzt ein paar schlaue Füchse dahinter gekommen. Nämlich sieht man ja aktuell, dass wenn man nach Phuket reist, sehr viele Menschen und viele, unter anderem auch ich, haben sich gefragt, wie ist es überhaupt möglich, dass in Phuket so viele Leute sind und Phuket sich schon fast wieder erholt hat, rein zahlenmäßig, obwohl es in anderen Regionen, wie zum Beispiel Pattaya, Bangkok, aber auch im Süden im Allgemeinen noch immer sehr ruhig ist. Auch Koh Samui ist verhältnismäßig noch extrem ruhig. Und woran liegt das? Es liegt an den Russen. Und zwar machen die Russen einen massiven Anteil an Touristen aus, die zurzeit nach Phuket reisen. Und die Russen alleine sind dafür verantwortlich, dass zurzeit Phuket mehr als gut besucht ist. Und sogar mehr Russen als jemals Chinesen auf einmal in Phuket waren, sind zurzeit in Phuket, also so viele Russen wie noch nie, und das verfälscht die Zahlen. Grund dafür ist natürlich der Ukraine-Russland-Krieg und viele Russen, die eben halt geflohen sind, wahrscheinlich, oder halt einfach ihre Zeit jetzt auf Phuket verbringen. Sollte man aber diese Zahl wieder reduzieren, so wie es vorher war, dann sind eigentlich die Zahlen in Phuket sehr, sehr tief. Nämlich, eigentlich ist Phuket gemäß der TIT gar nicht mal so gut besucht, wenn man so ein bisschen die Vielfalt anschaut, also wenn man schaut, wie viele Leute aus dem Westen gerade nach Phuket reisen oder auch aus den besucherstarken Ländern wie zum Beispiel China, ist eigentlich die Zahl eher sehr, sehr gering. Ja, wenn wir noch beim Tourismus sind, gibt es noch eine interessante Meldung, und zwar beschweren sich Thailänder über ein Hotel in Krabi, das offensichtlich Ausländer bevorzugt. Normalerweise ist es immer so, dass viele glauben, die Thailänder werden überall bevorzugt und die Touristen oder die Ausländer benachteiligt. Ich aus meiner Erfahrung kann aber bestätigen, dass es oft auch andersrum ist. Also ich denke, es ist grundsätzlich dann mehr oder weniger auch ausgeglichen. Und es ist nicht fair, wenn man einfach immer sagt, in Thailand werden die Ausländer benachteiligt, sondern es ist oftmals auch genau andersrum. Wo man das zum Beispiel sieht, ist im Krankenhaus. Klar, das Krankenhaus darf bei einem Ausländer mehr Geld verlangen als bei einem Thailänder. Das wurde so gesetzlich auch erfasst und niedergeschrieben, das ist also legal. Nichtsdestotrotz merkt man sehr oft, wenn du als Ausländer in ein Krankenhaus gehst und du hast was und es ist eine lange Schlange, kommst du meistens dann ziemlich schnell dran. Also auf Deutsch gesagt, du als Ausländer, ich würde jetzt halt auch mal sagen, als zahlungskräftiger Ausländer, weil viele von uns haben ja auch eine Krankenversicherung, die werden dann dort schon auch bevorzugt. Und das ist vielerorts in Thailand so. Nicht nur in der Krankenversorgung, auch an anderen Orten, wie jetzt zum Beispiel jetzt auch in diesem Hotel. Bevorzugung ist immer schlecht, ob es jetzt Thais sind oder Ausländer, das ist klar. Aber ich will einfach auch mal aufzeigen, dass es mehr oder weniger meiner Ansicht nach ausgeglichen ist. Aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so empfindet.
Im Weiteren hat das Kabinett genehmigt, dass die Löhne in Thailand wieder steigen. Es gibt schon wieder eine Lohnerhöhungsrunde. Und zwar sind hier die Löhne im Bereich so Maschinenbau, aber auch im Bargewerbe, also allgemein Service etc. Die wurden, wie gesagt, etwas angehoben, so im Maschinenbau bei 515 Baht pro Tag bis zu 715 Baht pro Tag, je nach Qualifikationen. Und auch im Servicebereich sind die täglichen Gehälter oder beziehungsweise der Tageslohn so bei 460 bis 500 Baht. Also ist eine Frage, die ja immer wieder kommt, ist, wie viel soll man einem Thailänder geben, der arbeitet? Also einfach, wenn man das jetzt mal so anschaut, eine Person, die im Maschinenbau, das gilt hier schon als ja, relativ hochqualifiziert, arbeitet, die kriegt so irgendwo zwischen 500 bis 700 Baht pro Tag. Ist ja eigentlich nicht viel. Das sind ja irgendwo so um die 20 Euro plus minus. Und wenn man jetzt jemanden hat, der bei dir im Garten arbeitet, gibt es ja auch sehr viele Ausländer, unter anderem auch ich, die haben einem Gärtner mal 1000 Baht pro Tag bezahlt. Ist jetzt für einen Europäer relativ wenig, da würden jetzt viele sagen, ja, das ist ja komplett unterbezahlt, so um die 30 oder 27 Euro pro Tag. Aber in Thailand ist das halt schon viel. Wenn sonst halt eben jemand, der qualifiziert ist oder auch jemand, der studiert hat, halt dann auch einfach nur 500 bis 700 Baht pro Tag verdient. Deshalb für die, die immer fragen, ja, was ist so ein anständiges Gehalt für einen Gärtner? Meiner Meinung nach so um die 500 Baht pro Tag finde ich in Thailand angemessen. Mir ist aber auch bewusst, dass es diverse Regionen gibt, ländliche Regionen, wo die Leute mit viel, viel weniger über die Runden kommen müssen und die Gehälter auch viel, viel tiefer sind. 200 bis 300 Baht am Tag, dann wird halt so viel bezahlt. Aber ich finde ein faires Gehalt für eine Person, die hier arbeitet, vor allem auch im Bereich Landwirtschaft, so 500 Baht pro Tag ist angemessen. Dann warnt auch das thailändische Gesundheitsministerium vor zu viel Zucker in den Lebensmitteln. Die thailändische Bevölkerung wird dicker. Und zwar liegt es halt eben auch daran, dass extrem viel gesüßt wird. Ich habe ja auch schon in den vergangenen Monaten mal über eine Zuckersteuer berichtet, die ja mal eingeführt werden sollte. Meines Wissens wurde diese Zuckersteuer noch nicht eingeführt. Ich frage mich auch da, auf was wartet man hier noch? Weil ich finde es eigentlich eine gute Sache, wenn die ganzen Süßgetränke da besteuert werden, wenn sie viel Zucker verwenden. Auf jeden Fall wird jetzt aufgerufen, ein bisschen weniger Zucker zu verwenden. Zucker ist auch überall im Thai-Food drin. Man merkt das auch oft an dem sehr leckeren Geschmack. Zucker ist halt sehr lecker, auch im Papaya-Salat. In Europa wird ja relativ wenig mit Zucker gekocht, eher mit Salz. Aber testet es mal, wer natürlich auch oft ins Gericht ein bisschen Zucker reingibt, der merkt gleich, dass der Geschmack komplett anders ist. Und das ist eben auch in vielen thailändischen Gerichten so, dass da halt oft auch mit Zucker gekocht wird. Die Getränke genau dasselbe, das ist was ich schon lange bemängle, dass die frischen Fruchtshakes oder Juices, also die Säfte, nicht mehr so wie früher oft mit einer frischen Mango oder einer frischen Wassermelone gemacht werden oder Ananas, sondern oftmals auch mit nicht so reifen Mangos, die halt noch nicht süß sind. Und dann schmeißt man sie in den Mixer mit ein bisschen Eis und dann noch ein bisschen Sirup rein und dann ist das auch schön süß. Also da finde ich das sicherlich eine gute Sache, wenn da mal was gemacht wird, denn wir wissen ja alle, Zucker ist zwar süß, aber auch ungesund. Dann gibt es noch eine interessante Aussage von der thailändischen Polizei, und zwar kam es ja da auch in der Vergangenheit sehr oft vor, dass Leute von Polizisten gezwungen wurden, eine Strafe zu bezahlen, die eigentlich gar nicht rechtmäßig war. Ich mache ein kurzes Beispiel. Es gibt aktuell gerade ein paar Fälle in den thailändischen Medien, aber ein Beispiel, das wahrscheinlich jeder von euch kennt. Und zwar, wenn du mit dem Roller in eine Kontrolle kommst und du hast den Helm nicht getragen. In der Vergangenheit hat das 500 Baht gekostet, offiziell, wenn du mit einer Quittung diesen Betrag bezahlen wolltest. Aber der Polizist hat meistens nur 200 Baht verlangt, weil das Geld in seine eigene Tasche gewandert ist, was ja eigentlich nicht rechtens wäre. Aber es ist eine Win-Win-Situation. Du als Gebüßter bezahlst weniger als die Hälfte,
logischerweise bezahlst du das lieber, 200 als 500 Baht. Und der Polizist hat noch was für seine Tasche. Jetzt kann das natürlich auch sein, bei etwas größeren Delikten, dass man sich halt dort vor Ort in Anführungszeichen freikauft. Und solche Fälle gab es jetzt wieder ein paar, die ans Tageslicht gekommen sind, wo dann eben auch der Geschädigte, also der Ausländer zum Beispiel, dann vor Gericht gelandet ist und dann halt auch zugeben musste, dass er sich der Bestechung eines Beamten schuldig gemacht hat, weil er ist ja darauf eingegangen, die geforderte Summe, die der Beamte verlangt hat, zu bezahlen. Eigentlich machst du dich ja da auch strafbar. Das thailändische Gericht hat jetzt aber gesagt und eben auch die thailändische Polizei, dass man sich als Ausländer nicht strafbar macht, wenn ein Beamter halt so ein Bestechungsgeld verlangt und du genötigt wirst, dieses zu bezahlen. Und das ist sicherlich ein interessanter Entscheid, welcher eben auch helfen wird, Personen, die eben sich der Bestechung schuldig gemacht haben, obwohl sie da unter Druck gesetzt wurden, dass die in Zukunft auch gegen korrupte Beamte Anzeige machen können. Am 9. Januar dieses Jahres wurde ja das neue Punktesystem in Thailand eingeführt, ähnlich wie Flensburg, und es wird auch schon angewendet. Und zwar kenne ich sogar aus meinem Bekanntenkreis schon Leute, die ohne Helm unterwegs waren und da wurde ein Punkt abgezogen. 12 Punkte gibt's. Jedes Mal, wenn einer weggeht, dann, wenn man bei Null ist, gibt man den Führerschein für 90 Tage ab, beziehungsweise darf dann 90 Tage nicht mehr ein Fahrzeug lenken. Die thailändische Polizei meldet, dass seit dem 9. Januar in ganz Thailand 11.548 Personen kontrolliert wurden und bei denen wurde jeweils ein Punkt abgezogen. Ja, und am Schluss noch eine Meldung, die ich auch schon gestern gemacht habe, und zwar die Luft. Die Luftqualität im Großraum Bangkok ist aktuell ganz miserabel und ich persönlich merke es auch selber. Also bei mir, ja, man sieht es, wenn ich, ja, eigentlich sieht man bei mir hier hinten die Berge, aber du siehst überhaupt nichts. Es ist einfach nur neblig, aber wenn es noch Nebel wäre, wäre es ja eigentlich schön. Es ist halt einfach Feinstaub, Dreck, Abgase, Zeugs, schlechte Luft vom Verbrennen von Landwirtschaftsabfällen. Ja, es ist katastrophal aktuell. Also es wäre vielleicht mal nicht verkehrt, wenn man in Bangkok ist, zurzeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um sich vor dem Smog zu schützen. Er wurde übrigens auch als gesundheitsgefährdend eingestuft. Wird hoffentlich in ein paar Tagen wieder weg sein, aber wie gesagt, zurzeit sollte man das einfach wissen. Das war's von heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du magst, bleib gesund und Grüße aus Thailand.